Hallo liebe Weltraumtouristinnen, in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr euer eigenes Internetarchiv erstellen könnt. Vielleicht habt ihr schon mal von der Webseite archive.org gehört. Auf archive.org, dem Internetarchive, findet ihr eine sogenannte Wayback Machine. Über diese Wayback Machine könnt ihr euch Webseiten in der Vergangenheit anschauen, zum Beispiel wie eine Webseite früher ausgesehen hat. Das betrifft ganz normale Webseiten, die es heute noch gibt, aber auch viele Webseiten, die heute in der Form nicht mehr existieren. Ihr habt also immer noch die Möglichkeit, auf einen Schnappschuss dieser Webseite zuzugreifen. Dazu kann ich hier auf der Wayback Machine einfach eine URL eingeben, zum Beispiel gnu-linux.ch. Das ist unser Newsportal, in dem wir euch regelmäßig mit News und Informationen zur freien Software versorgen. Geht da unbedingt mal drauf. gnu-linux.ch. Ich gehe jetzt hier auf irgendeinen älteren Stand, zum Beispiel 2021, und dann werden mir hier verschiedene Snapshots angeboten. Hier wurden zum Beispiel an diesem Tag sogar zwei Schnappschüsse erstellt. Ich wähle hier einen aus und kann dann anschauen, wie die Webseite damals ausgesehen hat. Natürlich wird da nicht das gesamte Design mitgespeichert, denn es geht ja um ressourcenfreundliches Abspeichern dieser Webseiten, da ganz viele Daten abgespeichert werden müssen. Hier siehst du gnu-linux.ch zu einem Zeitpunkt in der Vergangenheit und du kannst dann hier über diese Zeitleiste auch tatsächlich durchscrollen. Das war jetzt hier am 28. Januar 2021. Heute gnu-linux.ch würde die Webseite ganz anders aussehen. Also das ist eine super Möglichkeit. Allerdings stand das Archive jetzt tatsächlich unter Beschuss. Es wurde von bösen Spammern als Angriffsziel auserkoren und war lange Zeit nicht verfügbar. Für diese Zwecke eignet sich eine Lösung sehr gut, mit der du dein eigenes Internetarchiv bei dir zu Hause erstellen kannst. Und diese Lösung heißt ArchiveBox. Die zeige ich euch heute. ArchiveBox findest du hier auf der Webseite archivebox.io und kannst sie dann hier auch schon einrichten. Dazu wählst du hier den Punkt Quick Start. Das leitet sich auf die GitHub-Seite von dem Projekt weiter und hier findest du README Instructions für den Server. Die klickst du an und dann gibt es hier verschiedene Möglichkeiten, diese Lösung zu installieren. Wir entscheiden uns wie üblich für die Variante mit Docker Compose, denn Docker Compose ist sehr flexibel. Du hast alles deklariert in einer Datei und bist damit immer auf der sicheren Seite. Dazu klicke ich das hier an. Hier wird als allererstes natürlich empfohlen, Docker zu installieren. Ich habe jetzt hier auf dieser Maschine, das ist eine TuxWiz-Installation, meine eigene Linux-Distribution. Die findest du hier auf spacefarm.ch/TuxWiz. Kannst du die runterladen. Die habe ich jetzt genutzt. Die basiert auf Debian Stable und dort habe ich jetzt Docker von Docker Hub bereits schon installiert. Dazu habe ich hier in der Dokumentation den Punkt Debian Install using the apt repository gewählt und habe hier dieses Repository hinzugefügt. Das besteht aus mehreren Schritten, die habe ich in anderen Videos auch im Detail schon mal erklärt. Es ist mir wirklich sehr, sehr wichtig, dass ihr die Befehle aus dem Internet nicht einfach ins Terminal pastet. Ihr müsst verstehen, was da gemacht wird. Also schaut euch bitte unbedingt auch meine anderen Videos zu dem Thema an, dort erfahrt ihr immer mehr. Hier habe ich dann auch als nächstes die Docker Engine installiert. Das ist bereits erfolgt und ich müsste jetzt meinen User noch dieser Docker-Gruppe hinzufügen, damit ich selber auch Docker nutzen kann. Dazu gebe ich im Terminal den Befehl sudo usermod -a -g, dann den Gruppennamen Docker und dann meinen Usernamen Tux in dem Fall ein. Das habe ich jetzt gemacht, da muss ich mich einmal abmelden. Ich melde mich hier ab, okay. Und kann mich dann auch direkt wieder am System anmelden. Denn diese Gruppenänderung wird tatsächlich erst mit einer Neuanmeldung wirklich aktiv. Angucken kann ich mir das mit dem Befehl id und dort sehe ich, ich bin jetzt auch Mitglied der Gruppe Docker. Das hat also super geklappt. Ich gehe jetzt halt nochmal in meinem Internetbrowser wieder auf dieses GitHub von ArchiveBox und schaue mir die weiteren Befehle für die Einrichtung mal im Detail an. Dazu wähle ich wieder Docker Compose und hier wird als erstes ein Verzeichnis erstellt. Diesen Befehl markiere ich mir mal, nur diese eine Zeile, und paste den jetzt hier in mein Terminal. Hier wird ein Verzeichnis erstellt, mkdir-p archivebox-data, /archivebox-data. Tilde heißt, das wird in meinem Home-Verzeichnis erstellt, also dem Verzeichnis, wo ich mich standardmäßig befinde. In meinem Fall wäre das HomeTux. Wenn dieser Befehl erfolgreich ist, das signalisiert hier dieses und.
dann wird der nächste Befehl ausgeführt. Und nur dann. Und ich kann jetzt mal Folgendes versuchen. Ich nehme jetzt mal dieses minus p weg, denn wir wissen ja noch gar nicht, was dieses minus p bedeutet. Also ich sage jetzt mal mkdir tilde archive-box-data, klingt ja vernünftig. So, jetzt hat er hier schon direkt einen Fehler gefunden. Und zwar archive-box-data kann nicht angelegt werden. Er hat diesen zweiten Befehl, cd tilde slash archive-box, auch gar nicht ausgeführt, weil der erste nicht erfolgreich war. Und zwar hängt das eben mit diesem Parameter zusammen, mkdir-p besagt nämlich, dass auch dieses Verzeichnis, das darüber liegende Verzeichnis, archive-box angelegt wird. Ich führe das jetzt nochmal aus, archive-box-data. Was er jetzt hier macht, er schaut, ob das Verzeichnis archive-box bereits existiert. Falls nein, dann erstellt er auch dieses Verzeichnis, also das darüber liegende Verzeichnis, alle darüber liegenden Verzeichnisse, um genau zu sein, und dann diesen Unterordner Data. Den hat er jetzt hier tatsächlich auch erstellt. Damit war der Befehl erfolgreich und ich bin jetzt hier im Verzeichnis archive-box drin. Im nächsten Schritt wird hier via curl diese Docker-Compose-Datei von der Webseite des Projektes heruntergeladen. Was er hier macht, er pipet das, er leitet die Ausgabe um. Also ich kann mir diese Webseite auch tatsächlich mal anschauen. Dazu öffne ich den Link im Browser. Das ist einfach diese Docker-Compose-Datei, die wird mir hier im Browser angezeigt. Was er hier macht, er leitet diese Ausgabe um mit diesem Größerzeichen, und zwar eine Datei docker-compose.yaml. YML in dem Verzeichnis, in dem ich mich gerade befinde. Dieses Größerzeichen besagt, dass eine mögliche Datei, die vielleicht vorher schon existiert hat, mit dem gleichen Namen immer überschrieben wird. Also er legt immer eine neue Datei mit dem Inhalt an. Was wir alternativ machen könnten in so einem Fall wäre, zwei Größerzeichen einzugeben. Und was dann passiert, dann fügt ihr das hinten an eine bestehende Datei an, falls die schon existiert, oder erstellt eine neue Datei. Das ist in dem Fall natürlich relativ unpraktisch, denn dann haben wir in der Docker Compose einfach zweimal den gleichen Inhalt drinstehen, den kann ich hier mir mit less auch anzeigen lassen. Und das macht hier in dem Fall natürlich gar keinen Sinn. Also ich mache das wieder mit dem einen Pfeil, die Datei wird neu erstellt, vorhandene Dateien werden überschrieben und die Docker Compose Datei ist bereits erstellt. Im nächsten Schritt sagt er mir hier, ich müsste das initiale Setup, um den Admin-User zu erstellen, ausführen. Das mache ich hier mal. Docker Compose 1 Archivebox init --setup. Jetzt wird dieses Image gepullt. Das ist natürlich je nachdem, wie groß das Image ist, relativ zeitaufwendig. Und dann führt er in diesem Docker-Image diesen Befehl für das initiale Setup aus. Dort können wir dann einen Usernamen und ein Passwort vergeben, den wir nachher brauchen, um auf die Web-Oberfläche zuzugreifen. Das wird hier im nächsten Schritt dann beschrieben. Ist das dann erfolgt, können wir den Container einfach mit Docker Compose Up oder Docker Compose Up minus D, dann wird das Ganze in den Hintergrund verschoben, auch starten. Und hier wird im Nachhinein auch noch genau geschildert, was man hier für Befehle ausführen kann. Denn man kann diese Lösung einerseits über das Web-Frontend bedienen, man kann aber auch alles mit Docker Compose Run Befehlen machen. Und zwar könnte man hier mit Docker Compose Run Archivebox Add und dann eine URL auch schon eine Domain zur Archivierung angeben. Also das kann das Ganze natürlich auch. Hier empfehle ich euch auch nochmal einen Blick auf diese Usage Example zu werfen. Die sind ein bisschen versteckt hier unter dem Link below. Dort klickt ihr mal drauf und dann werden auch noch weitere Beispiele angegeben, wie diese Software genutzt werden kann. Und das ist auch wieder aufgeteilt und zwar hier wählen wir auch wieder die CLI Usage für Docker Compose, denn wir haben ja Docker Compose im Einsatz. Also da musst du auch wieder gucken, welche Variante du hast und wir haben jetzt hier die Variante mit Docker Compose. Also hier werden noch weitere Befehle angegeben. Da siehst du zum Beispiel auch, ich kann mir die Helfer anzeigen lassen und ich könnte hier zum Beispiel auch eine Tiefe angeben, inwieweit URLs archiviert werden sollen. Denn standardmäßig wird nur die URL selbst archiviert. Mit der Tiefe besagst du, dass auch Links, die von dieser Webseite aus weggehen, in einer Tiefe von 1, also einem Link wird gefolgt, auch archiviert werden sollen. Wir schauen jetzt hier nochmal nach. Er ist jetzt hier schon fast fertig. Ihr seht, dieses Image hat jetzt hier 654 Megabyte. Das ist also recht groß. Bedenkt bitte, wenn ihr Internetseiten archivieren wollt, dass das natürlich auch jeweils etwas Platz in Anspruch nehmen kann. Und daher solltet ihr die Lösung
wirklich auf einem System laufen lassen, auf dem ihr auch genug Festplattenplatz zur Verfügung habt. Ihr könnt das über Parameter auch noch einschränken. Ihr könnt zum Beispiel sagen, dass eine Webseite nur maximal bis 700 MB archiviert werden soll und danach nicht mehr. Jetzt ist das hier jetzt schon quasi fertig und er fragt mich hier tatsächlich jetzt auch schon nach einem Usernamen. Dort gebe ich jetzt hier auch wieder Tux an, dann eine E-Mail-Adresse astronaut@spacefun.ch und dann ein Passwort, da gebe ich jetzt auch mal Spacefun ein. Das ist natürlich zu kurz, ich sage aber trotzdem, er soll es verwenden. Also hier müsstest du natürlich ein sicheres Passwort eingeben. Jetzt können wir die Lösung tatsächlich starten und zwar mit dem Befehl, der hier angegeben ist, den ich euch vorher schon genannt hatte, Docker Compose Up und das könntet ihr auch mit -d in den Hintergrund schießen. Hier werden jetzt noch zwei weitere Images gepult, die ihr benötigt als Dependency, das wären NoFA und C und Sonic. Die würde jetzt im Hintergrund ebenfalls noch herunterladen und dann tatsächlich die Archivebox auch schon starten. Sobald das erfolgt ist, könnt ihr dann über diese URL von Localhost, nämlich 127.0.0.1 und dem Port 8000, der ist hier über das Doppelpunktzeichen abgetrennt, auf eure Archivebox von eurer lokalen Maschine aus zugreifen. Bedenkt bitte, dass diese Lösung standardmäßig auf allen Ports lauscht, also es wird nicht nur auf Localhost exposed. Wenn ihr das nicht möchtet, dann müsstet ihr die Docker-Compose-Datei entsprechend anpassen oder eine Firewall auf eurem System aufsetzen. Das heißt natürlich noch lange nicht, dass das aus dem Internet erreichbar ist, aber so wäre es von jedem Rechner bei euch im Netzwerk tatsächlich erreichbar, solange man die IP-Adresse mit dem Port angibt. Das können wir uns gleich auch nochmal mit dem Befehl netstat genauer anschauen. Er ist jetzt hier quasi fast fertig. Ihr seht jetzt dann auch gleich, was passiert, wie er dieses Image dann aufbaut und dann bietet er uns tatsächlich auch an, diese URL nachher aufzurufen. In der Archivebox selbst haben wir die Möglichkeit, direkt über die Web-GUI auch URLs oder Domains zum Archivieren anzugeben und das möchten wir uns gleich auch nochmal direkt anschauen. Ihr müsst also nicht diese Kommandozeile nutzen. Was ich auch noch ganz besonders gut finde, ist, dass man auch ganze RSS-Feeds mit angeben kann. Ich habe zum Beispiel RSS-Feeds mit meinen ganzen News, die ich so abonniere, mir zusammengestellt in meinem Newsreader. Und die kann ich tatsächlich dann angeben, also diesen Feed könnte ich angeben und dann würde er alle URLs, die dort angegeben sind, auch wirklich abgrasen, solange ich eine Tiefe größer als 0, in dem Fall 1, angegeben habe. Wenn ich da nichts angebe, würde er nur den Feed selber archivieren. Er sagt jetzt hier, okay, ich bin gestartet, bin verfügbar, wie gesagt, über 0.0.0, also überall her, auf Port 8000. Ich muss natürlich dann hier 127.0.0.1.8000 an. Das habe ich jetzt gemacht und hier sehe ich jetzt schon meine Archivebox. Und hier könnte ich jetzt mal den Punkt Add wählen und müsste mich natürlich dann anmelden, weil standardmäßig darf ich das natürlich nicht. Das mache ich jetzt mal und hier könnte ich jetzt wieder über Add eine oder mehrere URLs zur Archivierung angeben. https://gnu-linux.ch. Dann sage ich jetzt hier Autoparser. Text könnte ich noch angeben zur Sortierung. Hier wird auch nochmal die Tiefe gefragt. Archive Methods, das lassen wir hier standardmäßig auf Default. Add URLs and Archive. Das mache ich jetzt. Und jetzt ruft er diese URL tatsächlich auch schon auf und fügt sie hier hinzu. Und du siehst, das ist jetzt hier noch im Status Pending. Er würde jetzt im Hintergrund über den Crawler aber diese URL regelmäßig abrufen und dann kannst du nachher auch auf die unterschiedlichen Stände, also diese Snapshots, die er dir für dich erstellt, wieder zugreifen. Das Ganze verhält sich sehr ähnlich wie die Webseite archive.org, also die Wayback Machine, die wir vorher gesehen haben. Und so kannst du dir selber ganz einfach ein Internetarchiv aufbauen. Dort kannst du natürlich viele Newsseiten hinzufügen, wichtige Informationen, die du gerne auch offline hältst oder Webseiten, von denen du sicher sein möchtest, dass du sie in Zukunft auch noch erreichen kannst, je nachdem, wo du gerade bist oder was in der Welt so passiert. Ich wünsche dir also viel Spaß beim Nachbauen. Ich habe dir noch versprochen, wir schauen uns kurz das mit dem Netstat noch an. Sudo netstat -antp und dann muss ich natürlich noch mein Passwort eingeben und dann sehe ich jetzt hier wird überall 0.0.0, also auf allen Netzwerkinterfaces auf dem Port 8000 gelauscht und nicht nur auf 127.0.0.1. Das könnte ich auch in der Docker-Compose-Datei entsprechend anpassen. Da könnte ich hier
Ports 127.0.0.1 Doppelpunkt 8000. Das ist der Port, auf dem er 0.0.1 Doppelpunkt 8000. Das ist der Port, auf dem er die Anwendung exposed. Dann wäre es wirklich nur noch auf Localhost verfügbar und du bist auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Üblicherweise, wenn du das jetzt großflächig verfügbar machen möchtest, dann würdest du das so machen, würdest dann einen Proxy wie den Nginx Proxy Manager, den ich euch auch schon vorgestellt habe, davor schalten und darüber dann über eine wirkliche Domain deine Lösung erreichbar machen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Nachbauen, das ist wirklich eine ganz tolle Geschichte und wenn du nicht weiterkommst oder sonstige Fragen hast, dann bist du herzlich eingeladen zu unserer Community zu kommen und die findest du hier auf spacefun.ch im Bereich Community. Dort kannst du einfach den QR-Code einscannen oder hier auf den Punkt Telegram klicken oder XMPP, falls dir das lieber ist. Ich freue mich auf jeden Fall auf deinen Besuch, auf dein Feedback in den Kommentaren und auch in unserer Community und wünsche dir viel Spaß beim Nachbauen deines eigenen Internetarchivs. Tschüss!